Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Dukaskopje TV. Mein Name ist Natalie MacDonald. Viele fragen sich, was das vierte Quartal dem australischen Markt einbringen wird. Meten Somasundaram aus der Bellew Holst wird mir heute seine positiven Aussichten für das Jahr 2017 verraten. Meten, welcome. Hallo Meten, schön Sie wiederzusehen. Ich bedanke mich für die Einladung. In diesem Jahr wird die FED-Erhöhung wohl nicht passieren. China hält weiter alle in Atem. Was erwarten Sie vom vierten Quartal? We're expecting to receive sort of a greater blueprint on that economy moving forward. How is this shaping your expectations for the fourth quarter? Die Wahrscheinlichkeit einer FED-Erhöhung im Dezember sinkt täglich. Diese ist von 70% im August auf aktuelle 30% gesunken. Das erste Quartal ist ziemlich schwach ausgefallen. In diesem Fall wird man sich das zweite Quartal genauer ansehen müssen. Und dieses hat schon bessere Ergebnisse gezeigt. Die FED möchte sich aber absichern und das haben die Märkte bereits eingesehen. Der Normalisierungsprozess wird langsam und schrittweise passieren. Die Marktstimmung hat sich etwas verbessert. Heute werden wir einige chinesische Daten erfahren. Ein BIP-Zuwachs unter der 7%-Marke könnte zwei Reaktionen bei den Märkten auslösen. Die Märkte könnten diese Reaktion einerseits als eine gute Nachricht aufnehmen und sich über weitere Stimulationsmethoden freuen. Andererseits könnte solch ein schwaches Ergebnis die Stimmung der Marktteilnehmer trüben. Ich persönlich rechne mit einem schwachen Ergebnis. Die darauf folgende Stimulation müsste die chinesische Wirtschaft im vierten Quartal über Wasser halten. Dem fünfjährigen Plan sehe ich positiv entgegen. Die Rohstoffpreise wird dieser Plan zwar nicht anheben, jedoch etwas festigen. Ich denke, dass uns das vierte Quartal recht positive Ergebnisse demonstrieren wird. And that should give them enough stimulus plans to come through for the next quarter. So I'd expect the five-year plan to be quite positive. It's probably not going to push up commodity prices, but I think it'll put a floor on it. So I'd expect for the Aussie market to be pretty positive Q4. Das Volumen ist schwach, die anstehende FED-Erhöhung und die wirtschaftliche Schwäche Chinas verbreiten eine große Unsicherheit. Könnte das Volumen bis zum Jahresende doch steigen? Das kann durchaus passieren. Momentan befinden wir uns in einigen wichtigen Entscheidungsprozessen. Das Thema der FED-Erhöhung hat sich etwas aufgeklärt. In dieser Woche werden wir auch einige chinesische Daten erfahren, die uns hoffentlich mehr Klarheit schaffen werden. Trotz einiger negativer Nachrichten kann man einen gewissen Optimismus erkennen. Die Zinsen müssten während der kommenden Jahre eigentlich sinken und nicht steigen. Die Rentabilität des Aktienmarktes steigt. Die kommenden denn 2 bis 3 Monate müssten recht positiv sein. Und nun zur Inlandsleistung. Zu Jahresbeginn hatten wir über eine Ziffer von 6.000 gesprochen. Was sagen Sie dazu? Im kommenden Jahr werden es 6.000 sein. Zu Beginn hatten wir mit 6.500 gerechnet. Diese Prognose hatten wir bis auf 6.100 jedoch wieder abgewertet. Und dieses Ergebnis ist durchaus machbar. Man muss sich die Erträge aus den Zinsen und aus den Dividendenrenditen genauer ansehen. Die globalen Märkte gehen davon aus, dass sich der australische Dollar stabilisieren wird. Unsere Landeswährung konnte sich nach dem jüngsten Abstieg wieder auf 73 aufrichten. Die Wahrscheinlichkeit eines abwärtigen Trendes für den australischen Dollar bleibt gering, solange China die Situation im Griff hat. Der australische Dollar könnte maximal etwas unter 70 sinken. Dort wird er sich stabilisieren, was die globalen Investoren zu einem Ausverkauf anregen wird, weil das doch ein ziemlich rentabler Deal wäre. Hier wird man 6 bis 7% rausholen können, während man gewöhnlich aus anderen Bereichen nur 2 bis 3% einnimmt. Davon würden unsere Märkte stark profitieren. Eine Ziffer von 6.000 ist somit durchaus reell.
Ein Wert über 6.000 könnte durch einen stärkeren wirtschaftlichen Zuwachs generiert werden. Die meisten halten solch ein Ergebnis noch vor 2017 für unwahrscheinlich. Ich persönlich sehe in den kommenden 2 Jahren sehr optimistisch entgegen. I think we'll see pretty positive, and I think 16, 17 could be a pretty decent run. With that in mind, sollten wir mit einer Rallye rechnen? A Santa Claus rally this year? Could we have that, or when are we likely to see signs of a possible Santa Claus rally? Der gewöhnliche Zyklus des Aussie-Marktes wird von den sogenannten Big Boys, also von den Banken, beeinflusst. Zu Oktoberbeginn hatten wir eine etwaige Rallye fixiert. Mit dem US-Berichterstattungsprozess hat sich eine gewisse Panik eingeschlichen, die sich etwas später aber wieder gelegt hat. Der US-Berichterstattungszyklus ist so gut wie vorbei, genauso der Zinszyklus. Ein gut durchdachter, intakter Plan von der Seite der chinesischen Regierung würde das Gesamtbild positiv verändern. Die interne Stimmung wird immer besser. Der Führungswechsel hat sich als sehr positiv erwiesen. Ich bin beeindruckt, wie viel die neue Regierung in nur 1,5 Monaten erreicht hat. Die Marktstimmung steigt und die Zukunftsaussichten sehen somit ziemlich gut aus. And markets are very quick at overlooking a one-year downturn if they see the turnaround story. So the fact that we have had a pretty positive government leadership change and they've been pretty smart about how they approach it, and it's pretty impressive for 1.5 months, they've actually turned around sentiment quite well. If they can hold on to that together, then I think it'll be pretty positive. Nathan, many thanks. Nathan, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Gerne. Liebe Zuschauer, das war es für heute. Ich bedanke mich für das Zusehen und bleiben Sie dran, denn das Dukas Copy TV Team hat für Sie noch eine Menge weiterer interessanter Interviews vorbereitet. Bis bald.